Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Doro von www.dorostempelt.com und ja, ich setze mich ganz spontan an meine Kamera. Ich habe nicht wirklich etwas vorbereitet, das kennt ihr. Ich brauche auf jeden Fall Geburtstagskarten. Ich brauche sogar mehr als eine eigentlich. Eigentlich wollte ich einen One-Sheet-Wonder machen für mich persönlich und dann verschicken, aber irgendwie gefällt mir. Ich habe massig Designerpapier, aber ich habe keins gesehen, was mich reizen würde für ein One-Sheet-Wonder. Habt ihr das auch ab und zu mal? Ja, also bastel ich jetzt einfach erstmal so eine Karte in der Hoffnung, dass ich in den Flow komme. Ich habe mir eine Sache herausgelegt und zwar geschmackvoll gestaltet. Da fehlt allerdings so ein Geburtstagsgruß. Den muss ich dann sozusagen noch mir heraussuchen. Und ich habe die dazugehörigen Etiketten mit Stil. Ja, ich habe sie mir bestellt damals und ich mag natürlich Etiketten, aber ich bin mal gespannt, wie ich die sozusagen verwende, weil ich hatte irgendwie gedacht, dass man die Blume, also die finde ich nämlich sehr schön, dass man die irgendwie ausstanzen könnte, aber gut. Schauen wir mal, was draus wird und ich denke mir, für den Geburtstagsgruß werde ich wahrscheinlich auf was Klassisches zurückkommen. Mal gucken. Mal gucken. Irgendwo finde ich was. Auf jeden Fall hier in dem Geburtstagsmix. Den habe ich ja. Ich glaube, den gibt es auch noch. Da ist ja massig drin. Damit können wir das gut kombinieren. Das werden wir tun. Jetzt mache ich einen Cut, weil ich mir die Stempelfarbe nicht hier hingelegt habe. Und weil ich überlegen muss, welche ich zuerst bastel. Aber ich glaube, ich bastel jetzt zuerst für die Ines. Und die Ines hatte mir das per WhatsApp geschickt. Moment. Viele Farben mir geholt und zwar einmal Amethyst, Sommerbeere gibt es leider nicht mehr, Jade, Aventurin und Abendblau. Also ne, die Qual der Wahl, alles Farben, die Ines gerne mag. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir fangen an. Es ist lange her, dass ich das gemacht habe. Seht es mir also nach, dass ich jetzt vielleicht so ein bisschen im Video auch nicht ganz so sortiert bin. Gut, ich bin eigentlich, würde der ein oder andere sagen, nie sortiert, aber ja, vielleicht ist das auch etwas, was mich ausmacht. Ich weiß es nicht, das könnt ihr ja selber entscheiden. So, dann nehmen wir, als Grundkarte nehme ich mal die Granit. Granit ist das. Ich falze mir in der Mitte mal bei 10,5, dann habe ich nämlich zwei Karten in einem. Und halbiere mir den Bogen bei 14, das sind dann immer so 8,5 ungefähr. Dann bekommt ihr aus einem DIN A4 Blatt sofort zwei Karten. Für mich ganz praktisch. Die eine kommt auf Seite, die benutzen wir jetzt weiter. So, da die Ines gerne Blau-Grüntöne etc. und eben Amethyst und Sommerbeere mag, habe ich mir überlegt, als Mattung. Ich nehme mal Abendblau als Mattung. Dann schneide ich mir die Mattung erstmal tatsächlich groß, weil kleiner schneiden kann ich sie immer. Das heißt auf 14, ja, das sind dann immer ungefähr 4,5 und dann 10,1. Mal wie gesagt, kürzen finde ich kann man immer noch, wenn man merkt, im Layout wird das ein bisschen anders. Dann hat man vielleicht ein bisschen Verschnitt, ja, aber ich bin manchmal so, vor allem, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, was da so rauskommt, wenn ich das jetzt tue, was ich jetzt tue. Das hat die Maße, oh ne, das ist leicht gebogen, ne? Oder? Ne, hat getäuscht. Ah, das ist leider zu schmal. Müssen wir einen anbrechen. So, und dann schneiden wir hier auch erstmal eine große Mattung mit 14, ja, immer ungefähr 0,5 mal 9,7. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, dann hole ich mir mal diese Etiketten. Weil wenn ich sie schon habe, dann sollte ich sie vielleicht auch versuchen zu nutzen. Dann gucken wir mal, welches Etikett da eigentlich schön dann von der Größe drauf passt.
Das passt natürlich sehr schön drauf. Aber auch das. So, dann kommt es drauf an. Spruch, Spruch, Spruch. So, da soll was Großes rein. Also ihr merkt, ich fange jetzt tatsächlich an, zu versuchen, den Spruch in den Vordergrund zu stellen. Der ist eigentlich, ja, der ist lang, aber nicht groß, also egal. Ich hatte, glaube ich, irgendwo noch einen größeren, aber gut. Das schneide ich jetzt eh alles auf dich Geburtstagskind ist aber auch. Ich habe gehört, du hast Geburtstag. So, oder dieses Geburtstage werden nicht gezählt. Heißt das so? Geburtstage werden nicht gezählt, nur gefeiert. Aber das Problem an der Sache ist, das ganze Ding ist ja nachträglich. Dann finde ich den Spruch doof. Viel Glück zum Geburtstag und dann muss ich da irgendwie noch das nachträglich einbauen. Weil das nachträglich habe ich natürlich hier auf diesem Stempel. Das heißt, das nachträglich wird dann irgendwie hier so abgeklebt und draufgestempelt oder ich stanze das noch zusätzlich aus oder schneide es aus und klebe es noch drauf. Mal gucken. Also Entscheidung ist gefallen. Das mache ich jetzt. Ich habe jetzt außerhalb der Kamera richtig den Aufkleber drauf gemacht. Ihr merkt, ich versuche mich tatsächlich zu beeilen, obwohl das wahrscheinlich gar nicht erforderlich ist, werdet ihr mir wieder sagen, ne? Weil ihr mögt lange Videos, ich weiß. Ich bin aber tatsächlich so ein bisschen noch unsicher. Dann überlegen wir mal, dann wird in Abendblau gestempelt. In Abendblau, weil ich habe ja Abendblau dafür genommen, ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich nicht doch eine andere Grundmattung hätte nehmen können, damit es nicht zu blau wird. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Gut, dann machen wir auch blau. Ich hoffe, dass Ines das durchaus noch mag. So, und ich hoffe, ich bin auch im Bild. Und dann nehmen wir uns mal ungefähr eine Linie. Als Maßstab. Viel Glück. Das sieht ja richtig schön aus. Ne? Das ist eigentlich zu bauschig. Dann nehmen wir die. Die kommt jetzt wieder hier rein, damit nichts verloren geht. Zack, zack. Das nachträglich. Moment, lasst mal gucken. Wie wäre es mit Fähnchen auf Fähnchen? Das könnte ich hier so, aber ich muss trotzdem vorsichtig abkleben. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wo habe ich jetzt nochmal... Da ist mein Washi-Tape zum Abkleben. Ich hoffe, ihr seht jetzt alles. Ich bin da in dem Moment noch nicht mehr ganz so... Na, will nicht. So. So. Dann gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Wieder hinlegen und das nachträglich möglichst in die Mitte. Hey, ist doch gar nicht so schlecht. Es wird übrigens immer jetzt ein Spruch mit nachträglich. Ach so, ich wollte das ja eigentlich, ich dumme Kuh.
Ja, jetzt war ich doof, ne? Na, mal gucken. Ich stempel mir das nochmal. Dann stanze ich mir das jetzt zuerst aus und dann komme ich wieder. Ja. Dann schauen wir gleich mal, wie das aussieht, wenn ich das so, ne? Mal gucken, ob das überhaupt wirkt. Wahrscheinlich wirkt es gar nicht, aber dann habe ich beide Varianten. Dann habe ich das nachträglich für eine spätere Karte. Weil ich werde einige Karten in Blautönen machen. Das liegt daran, dass die Mädels Blau sehr gerne mögen. So, und dann kombiniere ich jetzt wahrscheinlich, ich kombiniere Sommerbeere und Amethyst. Ich kombiniere Sommerbeere und Amethyst und dieses Aventurin. So, das habe ich mir so vorgenommen. Das kommt jetzt in meine Karten, meine Dings. Achso, ich habe da noch keine Aufkleber drauf gemacht. Das mache ich jetzt gerade noch. Fangen wir jetzt an, die Blumen zu stempeln. Wobei ich noch nicht weiß, wie viele Blumen ich tatsächlich mache. Mal gucken. Ich bin noch nicht ganz so sicher. Eben der Versuch ist nämlich daneben gegangen. Den habe ich euch jetzt rausgeschnitten. Einmal hier eine Blume hin. Wir nähern uns jetzt langsam meiner Idee. Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist das eine gute Idee jetzt? Oder muss ich nicht zuerst die Blätter? Okay. Ich habe nicht genug Blöcke, aber egal. In Aventurin mache ich jetzt mal das erste Blatt. Was ich jetzt mache, Sommerbeere ist richtig. Ich nehme mir einen Rest. Und mache mir hier zweimal die Blüte in Sommerbeere drauf. Und zwar einmal voll. Ne, ich mache sie mir zweimal voll. Das wird eine farbenfrohe Karte. So. Ja, die ist nicht ganz optimal, ne? Wir möchten ja eine schöne Blume haben. Ja, okay. Jetzt wird ausgeschnitten. Für euch natürlich im Schnelldurchlauf. Ich mache mir nur zuerst meine Stempelkissen zu, damit mir nichts passiert. So, bis gleich. So, die zwei sind ausgeschnitten. Dann gucken wir mal, wie es so aussieht. Die wollte ich einmal hier hin und tatsächlich einmal hier so hin. Dann das Etikett da drauf. Dann ist es hier sehr leer. Das heißt, da machen wir auf jeden Fall noch mal was hin. Es wird also genauso voll, wie ich mir das vorgestellt habe. Sommerbeere kommt da jetzt hin. Und zwar auch wieder genau hier so in die Ecke. So. So machen. Und dann brauche ich nochmal hier Aventurin. Und leg mir das jetzt so hin. Das ist der falsche Block, das ist mein Problem, aber egal. Kriegen wir hin, ne? Zack, Nummer 1 hier so hin. Nummer 2. Ja, doch hier so hin.
Okay, das heißt, wir haben hier eine, da noch eine, da die. Aber hier so ein bisschen drunter geschoben. Und die wieder ein bisschen mehr raus. Moment, ich überlege gerade, ne, die etwas. Und dann kann da nämlich noch eine hin. Und hier kann eine sozusagen drunter geschoben. Das heißt, ich mache mir noch zwei in Amethyst. Und habe es doch so voll, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nur eben habe ich komplett gestempelt bei meiner ersten Variante. Und das sah echt scheiße aus. Man muss ja auch mal ehrlich sagen, wenn man was nicht, wenn was nicht gelenkt. Und da ich im Moment nicht so firm bin mehr, habe ich das Gefühl, gelingt mir nicht alles auf Anhieb. Aber egal, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich zeige euch gleich auch meinen, aus meiner Sicht nicht schönen Versuch. Und das wird wieder eine Karte, die ist viel zu lang, aber egal. Fürs Video meine ich. Also nicht so, sondern ne, mir macht es ja auch Spaß. Und ich möchte ja auch schöne Karten gestalten aus meiner Sicht. In der Hoffnung, dass es der Empfängerin dann auch tatsächlich gefällt. Fürs Video ist es natürlich wieder viel zu lang. Egal. So, wie üblich ausschneiden. Bis gleich. Dieses Mal hatte ich tatsächlich die Kamera aus zwischendurch, weil das für mich dann einfach akkuschonender ist. Dann kommt das hier so, das nach da. Dann hätte ich das Aventurin fast einmal noch. Moment. So. Könnte ich hier eigentlich noch einen rauskommen lassen. Sieht so ja echt irgendwie strange aus. Aber wenn man es dann hier so belegt, dann das Etikett noch drüber, dann sieht es echt nicht schlecht aus. Gut, aber egal. Die Ecken. Ich traue mich jetzt nicht nochmal da so einen Zweig. Das ist ein bisschen viel Zweig dann, ne? Obwohl, den sieht man ja fast gar nicht. Und den noch ein bisschen raus. Genau. Ja, die kann ja ein bisschen abgeschnitten sogar werden an der Stelle. Ja. Überlege jetzt gerade, ob hier was fehlt, aber dann würde da im Endeffekt auch was fehlen. Also das ist so in Ordnung. Das ist so in Ordnung. So, das heißt, ich gehe hin und klebe die Plan auf, die erhöht, die Plan, die erhöht. Ja, das ist doch gut. So machen wir das. Kontrollieren, dass da auch genau nichts sozusagen. Jetzt wundert euch nicht. So. Ich weiß, ich habe angefangen mit jetzt wundert euch nicht, aber Quatsch, ich habe sie gefunden. Ich habe nämlich das Problem gehabt, dass ich irgendwie jetzt eine lange Zeit meine großen Dimensionals gesucht habe und nicht gefunden habe. Und deswegen immer die ganze Zeit mit kleinen Dimensionals gearbeitet habe. Und das wäre natürlich bei so großen Objekten jetzt echt anstrengend geworden. Mit jetzt meine ich vor meiner Videopause. Ein bisschen noch raus, finde ich persönlich, weil sonst ist das zu sehr eine Linie. Und es geht mit dem Etikett trotzdem noch. Sie könnte sogar noch eine Idee raus. Also immer nur vorsichtig erstmal, wenn ihr testen wollt, drauf. Und dann könnt ihr andrücken, wenn ihr sicher seid, dass die
Position richtig ist. Und so gefällt mir das. So, jetzt ist die Frage, hier muss ich mir und da muss ich mir. Also da und da. Ja, da habe ich tatsächlich eins, fürchte ich, eine Idee zu. Aber jetzt klebt es. Okay, es klebt. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Also da ist ein mit kleiner Fehler drin. Da habe ich das eine Dimensional zu weit nach ja, unten sozusagen befestigt. Da hätte ich vielleicht tatsächlich mit den Kleinen arbeiten sollen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber die Karte ist fast fertig. So, gleich kommen noch Glitzis natürlich drauf. Aber zuerst kleben wir mal. Und jetzt kommen natürlich obligatorische Glitzersteine drauf. Damit so. Einmal in die Mitte. Einmal rechts. Na? Und einmal links. Oh, es ist nicht genau mittig. Kurz gucken. Idee mehr nach da. Jetzt ist es, glaube ich, von der Optik her besser. Und ich hätte da unten da noch ein paar mehr Dimensionals hinkleben können. Egal. So, fertig ist die Karte. Also ich sage jetzt nicht, dass ich die am Weltkartenbasteltag gemacht habe. Habe ich aber tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es heute Abend noch geschnitten wird und hochgeladen wird. Aber das ist eine meiner ersten. Nee, da stimmt die Optik nicht. Irgendwas. So, jetzt habe ich, Moment, einen Knick in der Optik wie üblich. Jetzt bleibt es da. Ich glaube, das ist zu eng, ne? Dann tue ich den mal. Ne, kann ich nicht mehr. Ist egal. Also mein Beitrag zum Weltkartentag. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute tatsächlich hochlade, weil ich jetzt so spontan gebastelt habe. Total ungeplant. Ich hoffe aber, euch gefällt die Karte mit dem Stempelset so geschmackvoll und den Etiketten mit Stil, ja, aus dem Jahreshauptkatalog. Und vor dem Hintergrund, macht was draus, wenn ihr das Set habt, weil ich finde, die Blume ist echt schön. Dafür habe ich mir das Set auch gekauft, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich fand die Blume einfach so schön. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, keine Ahnung, wann ihr das Video seht. Und ich versuche jetzt wirklich wieder mehr Videos hochzuladen, regelmäßiger. Und ja, ich bin gespannt, ob mir das gelingt. Der erste Schritt ist getan. Nein, eigentlich der zweite, weil das eine Video ist ja auch in der Pipeline. Eva, das ist deine Karte. Thea, bei deiner Karte hat das Video nicht geklappt. Nur so schon mal zur Kenntnis für die Mädels, die mir die Treue halten, auch in der Geburtstagskartengruppe. Obwohl ich jetzt tatsächlich im Moment genau diejenige bin, die, soll ich sagen, mal wieder ausfällt. Aber es ist eben so. Keep smiling. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, die Mädels, ja. Also ich hoffe, es funktioniert trotzdem. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss, eure Doro. Ich wollte euch ja das Verunglückte zeigen. So sieht das Verunglückte aus. Das hat mir so gar nicht gefallen. Das stimmten, fand ich die Proportionen so gar nicht. Ich hatte nicht daran gedacht, dass der Zweig so groß ist und dass die Blumen so groß. Also ja, ist daneben, ne? Wird weggeschmissen. Finde ich. Also da kann man auch keine Blume ausschneiden. Alles gut. Tschüss.